Ein Ausschnitt aus dem Video, das den mutmaßlichen Täter von Solingen dabei zeigen soll, wie er dem IS seine Treue schwört, veröffentlicht über die Propagandakanäle der Terrormiliz, nur wenige Stunden nachdem Issa Al-Ha am Sonntag in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt wird. Was in der aktuellen Situation wahrscheinlich ist, ist, dass der Täter sich zwar dem Islamischen Staat loyal erklärt hat, aber vor der Tat wenig bis gar nicht mit dem Islamischen Staat im Ausland kommuniziert hat, deswegen auch nicht entdeckt werden konnte. Der 26-Jährige hatte 2022 einen Asylantrag in Deutschland gestellt, der offenbar abgelehnt wurde. Daraufhin sollte er vergangenes Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden, wo er in die EU eingereist war. Seit seiner Festnahme wird heftig über eine verschärfte Asylpolitik diskutiert. Dafür spricht sich auch der Bundespräsident aus. Er sei damit auf der Linie des Kanzlers. Dass diejenigen, die sich wirklich schwerer und schwerster Straftaten, terroristischer Straftaten schuldig gemacht haben, dass diejenigen auch in Länder abgeschoben werden müssen, Afghanistan und Syrien, die bisher nicht abgeschoben wurden. CDU-Chef Friedrich Merz geht das nicht weit genug. Auch die Forderungen nach einem strengeren Waffenrecht seien nicht ausreichend. Nicht Messer sind das Problem, sondern die Personen, die damit herumlaufen. In der Mehrzahl der Fälle sind dies Flüchtlinge. In der Mehrzahl der Taten stehen islamistische Motive dahinter. Es reicht. Jetzt ist der Bundeskanzler gefragt, schreibt Merz auf X. Und der Bundeskanzler hat sich für den Vormittag in Solingen angekündigt.